So. Neuer Tag, neues Glück. Ja, Frühstück war gut. Oh ja, Frühstück war echt gut hier. Beans, Bacon, vor allem ja, Bacon, das war eher so ein ganzer Schinken. Wir haben einen Bacon-Burger zum Morgen gegessen mit Ei und Ketchup. War echt lecker, war gut. Thomas und Nadine und Bella, die sind noch nicht da, die sind noch wieder oben auf dem Zimmer und machen irgendwas. Ja, wir fahren jetzt nach Santa Pod. Ibiza war ja, ne? Wisst ihr? Wir fahren mit dem Kia mit. Ja, okay. Mit dem Kia. Mit unserem Dreizylinder. Aber das Ding geht gut ab. Also wir sind der Meinung, das Ding hat 120 PS. 120 PS, Dreizylinder, 1 Liter Turbo. Ja. Geht ab. Reicht für hier. Läuft, kannst du eh nicht schnell fahren. Nee. Ja, dann gucken wir uns da die Rennstrecke ein bisschen an und dann schauen wir mal, was das so gibt, weil, weiß ich nicht, da wird so gemunkelt. Also es ist sehr bewölkt. Achso, ja, das, da wollte ich jetzt gar nicht drauf hinaus. Ich habe eben Post gesehen von der Ida Zetterström, die ist ja gestern schon gefahren, da hat es wohl geregnet. Ah, England halt, ne? Ja. Ja, lass uns überraschen. Wie gesagt, wenn es so bleibt, weil es ist nicht kalt, aber es ist aber nicht warm. Ring! Ring! Ding. Ring! Ring! Ja! So, also. Beruhig dich doch! Bis später! Bis später, tschüss! So, Thomas. Jetzt geht's los. Jetzt hast du gestern in London überlebt, jetzt bist du hier. Endlich. Endlich. Nur deshalb bin ich hier. Ein Tag London und schon alles mit dem Piep. Was ist London? Ja, das ist London. This is London, baby. Hier ist der Ibiza. Gut. So, können wir. Ist ein bisschen windig. Ich habe tatsächlich mal eine Jacke an. Zeit für ein Bier. Thomas ist ein bisschen redefaul heute. Ich? Was hast du mit Wumms die ganze Zeit? Ich hab gedacht, du machst Bilder oder hältst die Kamera beendet. Nein, nein, nein. Ja, Leute, willkommen in Santa Pod. Unser erstes Mal. Ja, freuen uns riesig drauf und gucken uns schon mal an, was nächstes Jahr auf uns zukommt. Was nächstes Jahr? Fahren wir hierher? Ja. Etwa mit dem Renault? Ja, geil. Ich freue mich drauf. Englische Land hier ein bisschen zu gucken, was hier so abgeht. Die Luft, jetzt auf dich. Auf dich. Ich muss mal sagen, ja? Ibiza habe ich mir anders vorgestellt. Aber okay. Guck mal halt rennen. Ja. Geil. Ja. Live, alles live hier. Ja. Ja. Geil. So. Hier haben wir dann später die Monster Truck Tour. Und Tommy läuft mir voll ins Welche Rindo. Sieht lustig aus.
das versucht zu spielen. Oh! Okay. Der zweite, der? Auch ein Schwarzer auch. Du hast gesagt, den Schwarzen. Hast du mitgemacht? Das andere Schwarze, okay. Ich muss den Pfeil spalten. Ja. Okay. Ich reiche den vorher auch nochmal. Hallo. Ja, mach mal. Ich hab geschürt. So, Tommy. Ah, hallo. Der Tag ist rum, ich bin ein bisschen platt. Ich bin echt müde als gestern, ich bin echt fertig. Das Bier macht es wieder weg. Das Bier macht es wieder weg. Jawohl. Also ich hoffe, der Tag Nummer 2 gefällt euch ein bisschen. Ich habe auch viel genossen selber, also manchmal zugeguckt. Und Fahrerlage noch ein bisschen aufgenommen. Morgen sehen wir ja ein bisschen mehr, vielleicht mal ein bisschen mehr Fahrerlage. Mal gucken, keine Ahnung, wie ich Bock habe. Mhm. Auf jeden Fall ist es geil. Wetter hat mitgemacht bis auf zum Schluss. Da hat es mal ein bisschen geregnet. So ganz merkwürdige Sachen in England. Ein bisschen geregnet. Ein bisschen mehr geregnet. Ja. Ja. Falls wir uns heute nicht mehr sehen, je nachdem, was wir heute noch machen, wenn wir runter in die Lobby gehen, dann gehe ich den Thomas noch ein bisschen auf den Sack mit der Kamera. Ansonsten wünsche ich euch mal einen schönen Feierabend. Euch allen, Tommy mit Sicherheit auch, der... Ajö! Das sieht lustig aus mit dem Kopf da, das ist mega, also das ist schon... Ja, jetzt bist du näher. Doch, ist er doch hier. Gut, alles klar, also in dem Sinne erstmal, bis morgen. Bis dann.